Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review, denn ich war wieder mal im Kino und diesmal habe ich mir den Film Hard Powder gegönnt mit Liam Neeson in der Hauptrolle und das ist ja im Prinzip ein Remake auf den Film, einer nach dem anderen, den es schon mal gab, den werde ich mir vielleicht auch noch reinziehen, ich weiß nicht, vielleicht bestelle ich mir den Hard Powder auch und in dem gleichen Zuge auch bei Amazon natürlich den einer nach dem anderen so zum Vergleich, denn ich fand den Film eigentlich richtig genial, was ich am Anfang überhaupt noch nicht dachte, denn am Anfang, der Film ging los, man dachte, okay, Liam Neeson, das muss ja richtig krass sein, der Action-Superstar und dann hat es angefangen und ich habe so gedacht, naja, okay, das ist alles so plump und emotionslos und da stirbt der Sohn und dann stehen die halt einfach da und dann einfach, naja, ist halt so und fertig und dann kommt er da hin und will den umbringen und dann wird das so extrem dargestellt, auch wie er den verprügelt und wie er den würgt und alles auch komplett ohne Musikuntermalung, so ganz stumpf und einfach nur, wo ich mich schon ein bisschen unwohl gefühlt habe und dachte, was ist das denn, wieso ist das so komisch gemacht? Selbst als der Trailer zu sehen war am Anfang, also bei einem anderen Film, als der Trailer von Hard Powder zu sehen war, da war das alles mit so lustiger Musik untermalt und das wurde so der Trailer zusammengeschnitten, dass man wirklich dachte, das ist eher eine Komödie als jetzt ein Actionfilm oder sonst was. Beim Gucken des Films war ich mir dann überhaupt nicht mehr sicher, was das überhaupt sein soll. Ist das jetzt Action? Ist das jetzt ein Thriller? Soll das ein Drama sein? Schließlich geht es ja darum, sein Sohn ist gestorben und er muss sich rächen und das ist eigentlich nichts Schönes, sag ich mal. Oder ist es vielleicht doch einfach nur eine Komödie? Weil viele Dinge auch einfach so stupide und trashig rüberkamen, so stumpf, dass das eben dann schon wieder witzig war. Im Endeffekt muss man sagen, war es wahrscheinlich eine schwarze Komödie, schwarzer Humor mit vielen komischen Sachen. Da gab es so viele verstrickte Handlungen auch. Denn man hat eigentlich erst die Haupthandlung gehabt, Liam Neeson geht los auf Rachefeldzug und er hat sich da einen nach dem anderen vorgenommen. Den Speedo hat er kalt gemacht, den Limbo hat er kalt gemacht, den Sander hat er kalt gemacht und immer alle schön in diesen Hühnerdrahtzaun eingewickelt und versenkt im Wasserfall, beim Wasserfall dort einfach alle entsorgt. Und richtig genial, immer wenn er jemanden umgebracht hat, wenn jemand gestorben ist, ganz stumpf kam dann dieses Bild rein, dieser schwarze Hintergrund mit der Schrift, wie der Name von dem Typ hieß, plus der Spitzname und dass der halt jetzt gestorben ist. Und das hat am Anfang noch ein bisschen komisch gewirkt, aber danach war es wirklich so, gab es Situationen, wo zwei geredet haben und dann, okay Jungs, und jetzt zahlt ihn aus, ne? Und dann plötzlich, boom, kam der Bildschirm natürlich rein und jeder wusste sofort, okay, der ist tot, den haben sie kalt gemacht, keine Ahnung. Das war dann schon lustig, da konnte man doch immer drauf warten, wann stirbt denn jetzt wieder jemand und wer stirbt alles und dass das immer schön so eingeblendet wurde mit diesen Namen und Spitznamen dazu und das fand ich genial. Auch natürlich den Eskimo, der Auftragskiller, den er da angeheuert hat und der Eskimo war natürlich was? Na klar, ein Afroamerikaner, also Eskimo und Afroamerikaner, die dann auch im Film fragt, Gottverdammt, warum nennt man dich Eskimo? Und der dann das auch erklärt, das will ich jetzt nicht sagen, warum. Das seht ihr natürlich dann in dem Film. War aber auf jeden Fall gut gemacht. Auch dieser, man denkt, jetzt kommt der Auftragskiller, jetzt geht's hart zur Sache, aber der will ihn dann verraten, wird selbst verraten und dann im Endeffekt ist er der, der tot ist von denjenigen, denen er helfen wollte. Klingt eigentlich alles nicht schön, war aber eigentlich richtig witzig und amüsant. Genauso wie als sie im Auto gefahren sind, der Eskimo und der Liam Neeson und mit dem Taxi und dann war so komische Musik drauf und er sagt auch, hey, mach doch endlich mal andere Musik drauf, alles außer Kanye West. Und dann schaltet er um und was ist drauf? Natürlich, Baby Girl hier. You're my baby girl in a baby world. Ne, Barbie Girl in a Barbie World. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall egal. Das war so dämlich und dann sind die da rumgefahren mit dem Taxi, mit dem Auto und dann. Das muss man einfach gesehen haben. In dem Moment hat mir der Film dann eigentlich auch richtig gut gefallen. Auch lustig beim Abspann zum Beispiel, wenn dann immer die Credits kommen und die ganzen Namen stehen da von den Leuten, die dabei sind. Es steht ja eigentlich immer dabei, Order of Appearance, also so wie die erschienen sind im Film, wo die zum ersten Mal aufgetaucht sind. Aber da stand dann immer Order of Disappearance und die ganzen Namen waren eingeblendet und die gestorben sind in dem
ganzen Bamflee, da sind die Namen dann immer rausgeflogen und waren dann immer weg und wurden da rausgenommen. Also das hat sich auch bis zu den Credits durchgezogen, eben dieses Ableben der ganzen Leute. Und am Anfang habe ich wirklich gedacht, mit dem Film werde ich nicht grün, kann ich nicht sympathisieren, keine Ahnung. Das ist irgendwie, erzeugt eine ganz komische Stimmung, fühlt sich komisch an. Aber je länger der Film ging, desto besser fand ich ihn, desto genialer fand ich ihn, desto witziger. Und wie gesagt, es gab auch so viele andere Nebendarsteller und Leute, auf die man sich konzentriert hat. Nicht nur Liam Neeson auf seinem Rachefeldzug, dann gab es die Apachen oder Indianer. Die waren auch eigentlich richtig ulkig, die zu sehen, was die so losgelassen haben, was die gemacht haben. Oder auch die Polizistin und der Polizist, sie als junges Mädel und er als alter Mann. Die Dialoge, die die auch geführt haben und die Situationen, in die geraten sind, waren auch irgendwie richtig lustig, richtig genial. Habe ich mir gern angeguckt. Und natürlich der Oberkracher war ja wieder mal der Gangsterboss, der Drogen-Gangsterboss, der war so speziell. Der hat auch einen Sohn gehabt und er hat einen Bodyguard gehabt und da war so viel drumherum, sein Imperium, wie ein Mann nach dem anderen von seinen Angestellten dann nicht mehr da war, sind verschwunden, wurden umgebracht von Liam Neeson. Und der, wie der sich immer aufgeführt hatte, wie er durch seine Wohnung, also durch seinen Palast gelaufen ist. Und dann hat er den Bären da einfach, da stand so ein riesengroßer, lebensgroßer, echter, unechter, künstlicher Grizzlybär in der Ecke. Und er läuft da lang und er zieht dem Bären einfach einen rein und führt sich auf wie so ein kleines Kind. Und die Ex-Frau war immer da wegen dem Sorgerecht und hat ihn immer noch gestresst. Und er musste da sein Drogengeschäft noch leiden und dann hat er gedacht, die Apachen haben jetzt Krieg mit ihm angezettelt und haben da was in Auftrag gegeben und wieder hier und da und sonst was. Und das so richtig, man hat schon eigentlich fast Mitleid mit ihm gehabt, dass er da so viel Stress hat und da so viel schief läuft. Aber irgendwie war das auch ein richtiges Ekelpaket. Und ja, ich kenne den Schauspieler nicht, habe ich glaube ich zum ersten Mal jetzt gesehen. Fand ich aber auch richtig genial, habe ich mir gerne angeguckt natürlich. Auch das Ende kam dann nochmal überraschend. Weil ganz am Ende gab es dann auch nochmal einen Toten, wo eigentlich schon alles vorbei war. Man dachte, hey, Happy End sozusagen, alles super, alles hin und her. Und dann plötzlich, zack, und der nächste Name noch auf der Liste. Auch cool gemacht, auch sehr überraschend. Deswegen bin mit großen Erwartungen ins Kino. Am Anfang saß ich da, hab extra gedacht, okay, das wird nichts. Wurdest du wieder mal vom Trailer getäuscht, aber dann hat der Film an Wärme zugenommen, an Sympathie bei mir und dann habe ich mich richtig wohl gefühlt und dann habe ich gedacht, hoffentlich geht er noch länger und noch ewig, weil das, was ich sehe, das gefällt mir einfach richtig gut und das möchte ich noch länger sehen und wenn es jetzt einfach aus wäre, wäre es schade, aber er hat dann so viele tolle, gute, abstrakte, lustige, trashige Momente gehabt, dass ich einfach gedacht habe, den würde ich mir nochmal angucken. Das ist ein Film, richtig genial gewesen und vor allem was komplett anderes, als Liam Neeson sonst immer gemacht hat. Man kennt ja die ganzen typischen Liam Neeson-Filme, alle auf Action getrimmt und böse und ernst und sonst wie. Aber das war wirklich mal Liam Neeson von einer ganz anderen Seite. Ein Film mit einer ganz anderen Machart. Erinnert auch ein bisschen so an dänische Delikatessen oder Adams Äpfel, so diese schwarzen Komödien, die es da immer gibt, aber hier eben mit einem Liam Neeson dabei und den, wie gesagt, also ich kann den Film einfach nur empfehlen, obwohl das wieder natürlich bestimmt Geschmackssache ist, denn ich habe auch schon im Internet gelesen, viele haben gesagt, totaler Schrott, kein Zusammenhang, gar nichts, Mist, Dreck und ja, kann ich nicht so sagen. Ich finde, da gibt es so viele schlimme, schlechte Filme, die richtig gut bewertet sind, die ich wiederum richtig kacke finde, die mir gar nicht gefallen haben. War da aber nicht so, da war es anders. Richtig nicer Film, sage ich mal. Würde ich mir auch nochmal angucken. Und ja, dann bin ich mal gespannt, denn heute Abend wollen wir noch in Escape Room. Da wollen wir auch noch rein. Da mache ich vielleicht morgen kurz ein Feedback dazu. Und dann freue ich mich natürlich, wenn demnächst auch Friedhof der Kuscheltiere kommt. Das Remake, die Neuverfilmung, da bin ich schon besonders gespannt. Denn der Trailer, der haut da auch voll rein, ist auch richtig genial gemacht. Bei Escape Room habe ich jetzt nicht so große Erwartungen. Da denke ich mal, im Trailer sieht das gut aus und dann ist das wieder alles behindert. Aber wir lassen uns mal überraschen, denn es ist ja so ähnlich trotzdem wie die Saw-Sachen und ja, die sind ausgelutscht, aber trotzdem, was Escape Room zu bieten hat, sehen wir also heute Abend. Hard Powder, also mein Tipp für euch, gebt dem Film eine Chance, gönnt euch den und dann
ja, würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und schön ins Kino gehen, ne? Und den Maulwurf grüßen, der da immer steht und sich freut.